Salz 21, die Businessmesse für Innovation und Networking in Salzburg in der letzten Woche, war auch Schauplatz für den Travel Industry Club Austria und Deutschland. Das neue Veranstaltungsformat hat 2 Tage lang jede Menge Innovationen zusammengebracht. Salz 21 steht für das Salz des 21. Jahrhunderts, ja, also die Verbindung von Startups, Innovationen und das eben in Verbindung zu bringen mit Wirtschaft, ja, mit der Kapitalgeberseite, das heißt eben klarerweise eben Business Angels, aber auch den Mittelstand, die KMUs auf gut österreichisch, ja, die dort investieren, eben eine Plattform zu bauen, wo sich diese einzelnen Menschen analog, physisch vor Ort treffen. Der TIC Austria hat dabei zahlreiche Themen und Innovationen nach Salzburg geliefert. Der TIC hat bei dieser Veranstaltung die Aufgabe, das gesamte Culture and Tourism Programm zu gestalten. Also bis auf eine Veranstaltung haben wir sämtliche Programmpunkte, die es hier zum Thema Tourismus und Kultur gibt, veranstaltet. Interessante Themen standen beim Think Tank auf dem Programm. Innovationen wie die Digitalisierung der Hotellerie in Form von kontaktlosen Rezeptionsdiensten und mehr wurden branchenübergreifend diskutiert. Und gerade Corona war da ein entsprechend großer Treiber, was das angeht, dass die Nachfrageverschiebung am Markt hin zu diesen kontaktlosen Reisen, wo ich nicht nur unbedingt menschliche Interaktion dazwischen brauche, sondern ich möchte einfach meine super ausgestattete Unterkunft haben und im Vorfeld der Reise mir alles digital sozusagen vorbereitet haben und kommuniziert haben. Das ist natürlich ein Trend am Markt, der sehr stark ist und wir sehen, dass hier eine große Nachfrage ist und sind dahingehend durch Corona auch mit 90% Auslastung ganz gut durch die eigentlich größte Nachfragekrise gekommen, was das angeht. Ja. Der Think Tank allgemein wurde auf der Salz 21 bereichert aufgrund des Branchenmix. Spannend ist, die Salz 21 ist eine Innovationsmesse, das heißt, die ist tatsächlich über viele Branchen und spricht viele Branchen an. Und vor dem Hintergrund war unser Think Tank tatsächlich heute zu 80% mit Menschen besetzt, die nicht aus der Reisebranche kommen. Und das Spannende, der Austausch zwischen diesen Branchen, zwischen den unterschiedlichen, ja, ich sag mal auch Gemengelagen in den Branchen, aber auch zwischen dem Stand, wie eine Branche sich schon entwickelt hat, auch technisch, war ein extrem spannender Austausch. Und da ist sehr viel Befruchtnis gekommen. Das ist, glaube ich, für das Format des Think Tanks eine durchaus überlegenswerte Variante, nicht nur im eigenen Saft sich zu bewegen, sondern sich durchaus etwas zu öffnen. Und das werden wir in Zukunft auch machen. Im Anschluss an die Messe fand dann noch die Startup Night des TIC und des VER statt, mit ebenfalls innovativen Themen. Bei den 5 Startups auf der Bühne drehte sich fast alles um den Reisenden. Das Umfeld hier ist natürlich super, weil viele Startups und spannende Themen wie Blockchain und KI waren hier heute an dem Tag am Start. Also schon ein toller Platz hier. Also es hat sich ganz viel um den gedreht, der eigentlich im Mittelpunkt steht und dort Kundenbindung zu erreichen, Produktknowledge herauszustellen, zu transferieren. Erlebnisse. Erlebnisse, also, glaube ich. Genau. Wir haben toll, wenn du, also dieser Ansatz, dass dir ein Duftstoff mit nach Hause geliefert wird. Schauen wir mal, ob sich das durchsetzt. Rundum ein durchaus spannendes Konzept mit extrem vielen Innovationen, eben aus vielen Branchen. Das Messezentrum Salzburg hat hierfür auch das richtige Ambiente wiedergespiegelt. Zukunft am Fluss wird daher auch zukünftig die Branche inspirieren in einer Fortsetzung des Events.